Wie Sie alle wissen, 1972 ist das Gründungsjahr, logischerweise 40 Jahre Informatik, der Informatik. Aber man konnte schon ein bisschen früher Informatik in Karlsruhe studieren. Die Fakultät ist also nicht aus dem Nichts heraus gegründet worden, sondern da waren natürlich politischer Wille, aber eben auch fachliche Kompetenz und genug Cleverness, den richtigen Studiengang zur richtigen Zeit frühzeitig zu gründen. Aus diesem frühen Anfängen des Studiengangs, quasi vor der Gründung der Fakultät für Informatik, haben wir den ersten Diplom-Informatiker Deutschlands hervorgebracht. Das ist Herr Jochen Dietrich. Ich hatte Gelegenheit, vorher schon ein bisschen mit ihm zu sprechen. Und ich bin mir sicher, er wird sehr, sehr interessante Dinge über die Anfänge der Informatik jetzt uns nahebringen. Herr Dietrich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich und es ist mir auch eine große Ehre, in diesem erlauchten Kreis hier ein paar Worte an Sie richten zu dürfen. Die Sicht auf die Informatik wird jetzt aus Sicht eines damaligen Studenten sein. Das heißt, im Vergleich zu dem, was Sie bisher gehört haben, wird sich da einiges ändern. Ich habe vorhin draußen diese Broschüre gefunden und habe da mal durchgeblättert. Da steht auf den ersten 40 Seiten ungefähr genau das, was ich Ihnen jetzt eigentlich erzählen wollte. Ich tue es aber trotzdem. Wie kam es also zum ersten Diplom-Informatiker Deutschlands sozusagen? Wie konnte das passieren? 1964 habe ich Abitur hier an der Helmholtz-Gymnasium gemacht und habe dann mit dem Mathematikstudium hier an der damaligen Technischen Hochschule Karlsruhe begonnen. Im Abitur stand ein Hinweis naturwissenschaftlich ganz ordentlich. Und habe dann ab dem vierten Semester, also noch vor dem Vordiplom, meine ersten Kontakte mit der digitalen Welt bzw. mit den Computern hier gemacht. Nämlich, es gab eine Vorlesung Programmieren 1 und da stand in meinem Studienbuch, ich habe das nachgeschaut, Professor Kraftschick, Professor Schönauer, Klammer auf, Zuse. Also das war damals, ich glaube, die Zuse 22, an der ich erstmal sozusagen Hand angelegt habe. Jetzt mag man sagen, 1964 begonnen, bis 1967 habe ich dann Vordiplom gemacht, da kommt man natürlich ins Nachdenken. Vor allem im Vergleich zu den heutigen Zeitabläufen, wenn ich an Bachelorstudiengänge denke. Es hing auch damit zusammen, dass ich mein Leben im Timesharing-Betrieb gestaltet habe zwischen Hörsaal und Tennisplatz. Jedenfalls ist mir dann gelungen, 1967 das Vordiplom in Mathematik abzulegen, allerdings mit einer kleinen Verzögerung, weil ich in dem Fach Algebra nicht ganz so bewandert war, musste eine Nachprüfung machen und eine kleine Anekdote dazu. Die war genauso katastrophal, die Nachprüfung, wie die ursprüngliche. Und der damalige Professor, Herr Professor Leopold, sagte am Ende der Prüfung, Herr Dietrich, was machen Sie denn nun? Dann habe ich gesagt, und das war wahrscheinlich, hat das mein Leben bestimmt, wenn ich jetzt bestanden habe, trete ich mein Stipendium in Frankreich an. Und dann konnte er eigentlich nicht mehr anders. Also da ist irgendwie so eine Note 4 und 3 mal Minus entstanden. Aber ich war durch, hatte dann also ein Stipendium an die Partneruniversität in Lyon, das Institut National des Sciences Appliquées. Und dort habe ich dann also wirklich ernsthaft studiert, 2 Semester, habe auch die Prüfungen abgelegt. Und vielleicht eine Nebenbemerkung dazu noch. Ich kann eigentlich nur jedem der Studenten empfehlen, in welcher Form auch immer einen Auslandsaufenthalt einzuschieben. In der globalisierten Welt, wie sie heute ist, geht es ohne Sprachen nicht mehr. Und ein Auslandsaufenthalt, ob in Frankreich, Spanien, USA, ist immer hilfreich. Ich sage das jetzt auch aus Sicht von jemandem, der aus der Industrie kommt. Frankreich habe ich sehr schnell festgestellt, keine Mathematikfakultät, keine reine.
Dann hat man mich zu den Städtebauern geschickt, das war auch nichts. Und dann habe ich irgendwo das Schild gesehen, Informatik, und dann war es passiert. Ich habe also ein Jahr dort ordentlich, wirklich ordentlich studiert. Man hat mir dann eine Arbeit angeboten am Hospital, einem Hospital, einem Krankenhaus. Édouard Herriot übrigens, das erste Krankenhaus, das in Frankreich nach Professor Barnard eine Herztransplantation durchgeführt hat. Die Aufgabe war, eine Konzeption der gesamten Abläufe innerhalb eines Krankenhauses zu entwickeln. Ich war natürlich hell begeistert, aber im Prinzip völlig überfordert, habe das aber 3 oder 4 Monate mit Begeisterung getan und wollte dann aber zurück nach Karlsruhe, mein Studium, mein Mathestudium abzuschließen. Übrigens, die Aufgabe in Frankreich hat dann die Firma IBM übernommen. Ob die meine Inputs da benutzt haben, ist mir nicht bekannt. Ende 1968 bin ich dann nach Karlsruhe zurückgekommen. Inzwischen 2 Dinge. Erstens, Karlsruhe war Universität geworden. Und zweitens, die Studienrichtung Informatik war eingerichtet gewesen. Und dann habe ich wieder Glück gehabt. Man hat mir das Vordiplom in Mathematik und die 2 Semester in Frankreich anerkannt. Bin also sozusagen durchgestattet hier und habe das Studium der Informatik hier in Karlsruhe aufgenommen, sozusagen mit bestandenem Mathe-Vordiplom. Die Vorlesungen damals waren, man höre, Systemprogrammierung, Wettstein, Compilerbau, Nickel, Algol 68, Boolish, Logik, Merkwitz, Seminar, Computer Science, da ist zum ersten Mal der englische-amerikanische Ausdruck gefallen, Neumann. Herr Professor Bode, Sie erinnern sich sicher auch an diese Namen noch. Ja, und dann ging es also darum, dass jetzt aus diesem Studium auch noch eine Diplomarbeit entsteht. Die wurde von Professor Nickel betreut und das Wort Hydra sagt Ihnen wahrscheinlich allen etwas. Es war das Problem, dass die Hydra mit den bereits angeschlossenen Außenstellen ziemlich zu war sozusagen und man hatte dann beschlossen, die Außenstellen in der Stadt noch weiter mit anzuschließen. Das ging einfach nicht mehr, technisch nicht mehr, da waren keine Slots mehr frei. Und dann kam also die geniale Idee, ich glaube, die stammt auch noch von Professor Nickel, da einen Rechner vorzuschalten, an dem man dann die Teletypes da von außen anschließen kann. Die haben dann die Daten, die da eingelaufen sind, einigermaßen sortiert und streamgelined sozusagen an diese X8 weitergegeben, an diesen Zentralrechner. Der stand da in dem Mathe-Gebäude, so ein mittlerer Kleiderschrank war das. Ja, also diese Außenstellen wurden dann über eine Digital Equipment PDP-8 angeschlossen und das hat dann auch noch funktioniert. Und somit war eigentlich die Diplomarbeit dann auch erledigt. Eine kleine Anekdote noch, ich stand da mit meiner Diplomarbeit und die Firma Digital Equipment sollte so ein kleines Hardware-Teil liefern, den sogenannten Multiplexer, und der wurde nicht fertig. Darauf habe ich forsch, wie man in dem Alter ist, der Firma Digital geschrieben, es ginge hier nicht weiter, was nun? Dann haben die mir geschrieben, ich möge kommen. Da habe ich meinen Eltern gesagt, ich fahre jetzt nach Amerika. Dann haben meine Eltern gesagt, sie bezahlen das, dann bin ich los. Bin dann in Maynard, Massachusetts gelandet und keiner kannte mich, keiner wusste, was mit mir anzufangen. Letztendlich haben sie mir also einen Raum gegeben mit einem Rechner und vielen Teletypes und einer PDP-8. Und da konnte ich dann 2 Wochen testen. Letztendlich haben sie mich als Testingenieur da eingesetzt und dann war der Fall auch erledigt. 1970 Prüfungen an der Fakultät für Mathematik, also das waren dann die Prüfungen zur Erlangung des Diploms. Folgende Themen: Theorie und Grundlagen der Informatik, Merkwitz, Praxis der Informatik, Wettstein, numerische Mathematik, Nickel. So, hinter diesen 3 Themen stand dann die Note 3-mal mit gut, Gesamtnote meines Diploms sehr gut. Und dann habe ich wieder an der numerischen Mathematik gezweifelt. Am 20. Januar hat mir dann die Universität Fridericiana den akademischen Grad des Diplom-Informatikers, Klammer auf, Dippel, Punkt, Minus, Inform, Punkt, Klammer zu, verliehen. So. Eigentlich wäre das Ende meines kurzen Grußwortes gewesen. Hat man mir gestern Abend bei den Alumnis noch
gesagt, was ist eigentlich aus dir ihnen geworden? So, und dann möchte ich noch da zwei Takte drüber verlieren. Die anschließende Bewerbung um eine Stelle in der Arbeitswelt, die verlief eigentlich ähnlich chaotisch wie mein Studium, weil viele der potenziellen Arbeitgeber, die schrieben zwar in ihre Anzeigen digital, Computer, Prozesssteuerung und so weiter, aber in den Gesprächen, und ich habe das weitlich ausgenutzt, ich bin da schön rumgefahren und habe mir das alles angehört, hat sich dann herausgestellt, dass die eigentlich mit meiner Ausbildung, vielleicht mit mir, zumindest mit meiner Ausbildung, nichts so recht anzufangen wussten. Letztendlich habe ich trotzdem mehrere sehr schöne Jobs bekommen. Aus mir ist geworden inzwischen ein rüstiger Rentner. Und ich bin aber der IT noch verbunden, insofern, als ich heute im Auftrag des BDI immer noch ehrenamtlich an vielen Enden der Welt tätig bin, um IT-Unternehmen aus unternehmerischer Sicht zu beraten. So, jetzt ist das auch gesagt. Nun ist es mir ein Anliegen, dass ich den damaligen Lehrern und Professoren ganz herzlich für ihre Pionierarbeit auf diesem mehr denn je zukunftsweisenden Gebiet der Informatik danken. Der heutigen Fakultät für Informatik gratuliere ich zum 40-jährigen Jubiläum und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute. Herzlichen Dank.